bin's wieder, euer DJ Dream 85 und ich heiße euch herzlich willkommen in Destiny 2. Die neue Season hat gestartet. Ich wollte schon neues DLC sagen. Die neue Season hat gestartet und ich klinge ein bisschen heißer, entschuldigt. Und ja, wollen wir mal sehen, wie das jetzt abgeht. Wir sind jetzt immer noch bei Lightfall, aber trotzdem, also DLC Lightfall sind wir immer noch, aber wir sind kurz vor Ende. Leider ist das nächste DLC, es ist verschoben worden, ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, bis in den Juni hinein. Boah, die Jungs von Bungie lassen uns ganz schön warten. Hätten sie nicht so viele Leute rausgeschmissen, ne, dann müssten sie nicht bis Juni. Ist das nur im Vorfeld, ne? So. Also, dann wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet, ne? Ich bin komplett gespannt. Ich weiß noch nicht mal den Namen der neuen Season. Dazu habe ich mich, ich habe mich komplett jetzt überraschen lassen. Ein bisschen habe ich mich vorbereitet. Klein bisschen, ein paar Aufträge abgeschlossen. So, heute beginnt der Eröffnungsverkauf der Season 23. Die Destiny 2 Erweiterungen sind bis zum 5. Dezember um 75% reduziert. Oh Leute, gönnt's euch. Besucht den Store, Erweiterungstab, bla und der ganze Kram, ne? Tab oder das Schaufenster deiner Plattform und hol dir neue, noch heute eine Erweiterung im Angebot. Yo, okay, das klingt ganz geil. Das klingt wirklich geil. Soweit ich weiß, hat sich der Wert hier von 1800, ich bin eigentlich über 1800 gewesen, nicht erhöht, aber warten wir es mal ab, ne? So, anmelden. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, was jetzt kommt. Die träumende Stadt. Eine Erwachtenfestung, unerreichbar für alle Außenstehenden. Genau wie mein Wunsch. Gewährt von Riven, der letzten Ahamkara, die nur mit mir verhandelte, bis meine Stadt angegriffen wurde. Erst vom besessenen König, dann von der Hexenkönigin. Dann verhandelte Riven auch mit ihnen. Und ihr letzter Atemzug gewährte einen Wunsch, der die träumende Stadt verfluchte. Doch Salaton ist gewieft und clever. Sie fügte der Mauer, die meinen Pakt mit Riven trägt, im Geheimen ihren wahren Wunsch hinzu. Die Verfolgung des Zeugen. Nur Riven kann den Weg öffnen. Riven, deren Herz die Hüter herausrissen. Meine Takians beschwören ihren Geist herauf. Wir erfüllen Sabatons letzten Wunsch. Warten auf Rivens letzten Preis. Okay, Season of Witch. Ist schon hochspannend, Leute. So, jetzt warten wir ab. Jo. Das ist jetzt schon ordentlich. Letzter Wunsch, scheiße. Ich war in dieser Wünschekiste-Ding eigentlich nur ein einziges Mal. Meine Takians werden Rivens Geist heraufbeschwören, damit sie Savatuns Wunsch erfüllen kann. Aber die Solspalterwex belagern die Warte der Stimmen und versuchen, unsere Bemühungen aufzuhalten. Ich bitte dich einmal mehr, der träumenden Stadt zu helfen. Petra und Krähe werden dich leiten. Okay. Wir arbeiten wieder mit Krähe zusammen. Wird auch mal wieder Zeit, dass man mit dem... Also, okay, Petra ist auch voll in Ordnung. Es geht... Träumende Stadt ist sowieso geil, Leute. Es geht endlich mal wieder um die träumende Stadt. Oh, hat sich hier was verändert? Gewaltig verändert. Okay, neuer Spot, neues... Sorry, dass ich keinen roten Teppich ausgerollt habe. Ich hatte zu tun. Erzähl mir was Neues. Wie ist die Lage? Die Takians haben Rivens Herz aus der Warte evakuiert, während die Vex ihre Position verfestigt haben. Vernichten wir sie und holen uns zurück, was uns gehört.
Naja, roter Teppich, ich finde das schon sehr ehrenvoll, dass die Damen da so stehen, ne, und mich auf eine Art und Weise begrüßen. Na? Jo. Ja, ich mag diesen Ort. Also ich mag generell die träumende Stadt. Die hat was so Mystisches mit sich. Ich schätze mal, ich kann nicht da oben hin. Ich weiß nicht. Das wäre cool. Oder geht's nicht weiter? Nee, schade. Hier geht's wirklich nur müssen in die andere Richtung. Wow, das hat irgendwas Mysteriöses mit sich, ne? Das ist irgendwie so mysteriös. Das hat schon was Geiles mit sich. Muss man schon echt sagen. Okay, Halle zweier Seelen. War ich hier schon mal? Nee, ich glaube nicht. Soll ich die abknallen? Okay, die Viecher sind zum Abknallen. Ich bin weg. Kompliziert mit der Waffe. Nee, bin ich knicken. Mal da oben ist gleich klären. Ich muss hier oben gelangen oder die Dinge hier kaputt machen. Aber ich schätze mal, darum wird es dann auch wichtigerweise gehen. Was die Wächter damit jetzt echt zu tun haben, ist mein Rätsel. Oh, das ist einer von der besonderen Lebensüberlebenden Sorte. Er ist super drauf, Leute. Der ist super drauf. Gute Idee, aber in der Nähe von Rivens Überbleibseln treiben sich noch mehr Wächs herum. Die Terkians brauchen einen Teil davon für ihre Magie. Magie, um Rivens Geist heraufzubeschwören. Bist du dir sicher, Petra? Ich vertraue dem Urteil meiner Königin. Sehe ich gerade aus? Nicht da oben an? Nö. Okay. Sah aus wie ein Portal. Ich weiß, einige würden jetzt sagen, Alter, bist du dämlich oder was? Aber das sah aus für mich wie ein Portal. Oh Mann, ey. Ich weiß noch die eine Story hier. Mein Gott, das hat mich Zeit gekostet, den zu killen. Okay, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das sieht richtig cool aus. Und erinnert mich irgendwie an Dings. Ah, okay. Ich bin jetzt gerade überlegt. Was soll ich machen? Das erinnert mich irgendwie an. Na? So. Alles gut? Nicht das trotzdem.
Ja, wir müssen auf jeden Fall. Nein, nicht eine Blizzard. Die sind immer ganz... Okay. Der Waffe ist doch nicht ohne. Alter, du hast dich ja immer noch heftig ab hier. Ich habe halt so das Gefühl, dass man hier großräumig erstmal diverse Waffen wirklich vergessen kann. Aber so wie es aussieht, geht es wunderbar. Okay. Zeit, Rivens Leichnam zu besuchen. Schade, dass ich ihr Ende nicht miterlebt habe. Wir hätten es nie tun sollen. Ich bin direkt in ihre Falle getappt. Durch meinen Wunsch nach Rache war ich wie blind. Ja, das Gefühl kenne ich. Trotzdem sieht das da cool aus. Eine Sache werde ich noch schnell machen, Leute, in der Einstellung. Ich frage mich nämlich gerade, wie die Musik hier ist. Ja, die hätte ich mit reinmachen sollen, aber wer denkt da schon dran? Ja, so 5. 5 war ich vollkommen. Okay, die Musik startet nicht. Haben wir bestimmt gleich. Weil gerade in Träumen Stadt ist die Mucke eigentlich, also in der Vergangenheit war sie immer geil. Oh Gott, warte mal. Das ist wie ein, na? Das ist wie ein Dings hier. Na, wie heißt das? Wie beim Zoologischen Garten, so ein Erinnerungsfaktor, ne? Sieht aus wie Io. Ja, Io war nicht mein Lieblingsplanet, wirklich nicht. Io war nicht mein Lieblingsplanet. No. Iowa, nicht mein Lieblingsplanet. Das sieht schon so grausam düster hier aus. Ah, jetzt geht's los. Hier ist irgendwas. Ach, die stehen da alle und... Was auch immer sie tun, kümmere dich lieber darum. Sie gürzen gerade jemanden an. Ja, sie gürzen Riven an. Das hat sie abgelenkt. Lass sie nicht in Rivens Nähe. Hey, große Rosa. Wo immer. Bin ich immer mit dem Boden dran, aber ich habe absoluterweise gemerkt, dass diese Waffe hier Das sind die Letzten. Hol dir das Teil und bring es in die Kammer. Ich kontaktiere Königin Mara. Nee, ich soll in den Monster einsteigen. Oh, okay. Nee, doch nicht. Aber ich werde es trotzdem noch unten machen. Sieht geil aus. Das ist eine verdammt gute Schussposition. Na gut, nicht ganz Schussposition. Jetzt nicht. Ich muss mal sagen, da ist ein verdammter Wächter aktiv geworden.
aktiv. Bin immer schlechter. Los, weg hier. Hüter, bring uns, was meine Tekkiens brauchen. Sie werden dann ein Portal zur Wunschmauer öffnen und Riven heraufbeschwören. Ja. Der oder die gute Riven, ja? Der oder die. Dein Tiefenblick wird Savatons Wunsch offenbaren. Wenn Riven ihn erfüllt, können wir den Zeugen verfolgen. Portal angelegt, wenn immer. Oh, haben sie die Hälfte weggeschnitten. Menschenskinder, dass sie das immer machen, ne? Das finde ich mal so ganz cool. Oh. Ja. Schlange. Okay, nur Schlange. Ach so, hör mich an, Riven. Savatuns letzter, heimlich eingravierter Wunsch wird vom Hüter eingefordert. Erfülle ihn nun und nähre dich am Gegensatz von Wunsch und Realität. Solch ein langer Schlummer, solch grobes Erwachen, um den letzten Wunsch der Hexenkönigin zu gewähren. Oh, niemals. Gut. Ich dachte, ich muss mir echt das aufschreiben, Leute. Sorry. Aber jeder geht da so ein bisschen erstmal, ne? Ich hätte einfach nur draufschießen sollen, ey. Hab mir selber Arbeit gemacht. Löffeln wollte nicht. Lasst uns allein. Da ist einer sauer. Königin Mara, welch freudiges Treffen. Aus welchem Grund verwehrst du uns den Wunsch? Wieso sollte ich, oh meine Majestät, vergesst nicht, ich bin tot, genau wie der Rest meiner Art. Dafür hat die Vorhut gesorgt. Ich brauche keinen Grund, nur einen Grund, ihn zu gewähren. Was könnt ihr mir bieten für meine Kooperation? Es genügte euch nicht, dass eure Champions mich besiegten. Ihr habt auch all meine Eier zerstört. Nun ja. Nicht alle davon. Wie das in Savatons Säule. Nur eines von vielen. In meinem Versteck, geschützt vor euren rachsüchtigen Augen. Doch wenn ihr sie für mich finden würdet, dann würdet ihr euch auch euren Herzenswunsch sichern. Und zulassen, dass die Ahamkara uns erneut terrorisieren.
Nun gut, Riven. Dies soll unser Handel sein. Das ist eine harte Nummer. Das ist natürlich übel, Leute. Ja. Ich meine, wer geht schon gerne in Handel mit dem Teufel ein? Ihr versteht, was ich meine, ne? Das ist, so eine Sache für sich. Echt so eine Sache für sich. So, wo muss ich jetzt lang? Ja, gute Frage. Es wird sich bestimmt irgendwo wieder was geöffnet haben. Hier vorne natürlich nicht. Gehe ich mal davon aus, dass das strategietisch, ja, der ist dicht. Aber dann holen wir uns das Teil wieder. Ne? Oh mein Gott. Ja, ich habe noch ganz viel Zeug. Also das muss ich auch noch einlösen. Da sind immer ganz, ich sag mal so, manchmal kommt wirklich gute Rüstung raus. Ne? Richtig gut. Ja, die man für verschiedene Bulls benutzen kann. Also da kommt manchmal richtig geiler Kram raus. Das hier geht so lala. Da ging es mir eigentlich hauptsächlich wirklich nur um die Waffen. Und ihr seht, oh super. Guck mal, frei. Sehr schön. Jo. Also die Rüstung war echt grottig vom Aussehen her, ne? Also ja. Aber alles andere ging so lala, ne? Da sind ein paar Waffen dabei, die finde ich doch ganz nice. Sind im Inventar, sehr schön. Dann habe ich das auch mal endlich freigeschaltet. Ne, doch nicht. Wieso? Verdammt. Also habe ich noch nicht freigeschaltet. Einmal noch, zweimal noch. So, wir haben eine neue Waffe gekriegt, die gucken wir uns gleich mal an. Aber erst einmal suchen wir den. Hier ist auch ein bisschen was gelandet. Ne, doch nicht. Das ist noch Zeug vom letzten Mal. Ja, gute Frage, wo wir jetzt hin müssen. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir. Ne, der sagt auch kein Ton. Dann werden wir hier noch aktivieren. Ne? Das war ja auch ganz nice gewesen, eigentlich teilweise nice gewesen. Hier sind auch ein paar Sachen gewesen, die habe ich nicht erreicht. Ich habe zwischenzeitlich auch sehr lange dann irgendwann mal Pause gemacht. Ich schätze mal, alle Karten werde ich jetzt sowieso nicht bekommen. Ne? So. Dieser Gegenstand wird benötigt, um Hexenschlüssel und Hexenengramme aus der Season zu sammeln. Okay, das geht nicht, Leute. Also ich. Ja, jo, das geht nicht. Ach, jetzt geht's auf einmal. Aha. Okay, netter kleiner Bug. Wirklich netter kleiner Bug. Ja, die Rüstung, hässlich ist sie wie die Nacht, aber da kann man auch ganz gut was rausgedroppt bekommen, ne? Wer weiß das schon. Jo, hier wird natürlich nicht alles freigeschaltet sein, so wie wir es kennen. Ja, seht ihr, viel habe ich ausgelassen. Das wird auch, ich glaube, da werde ich nichts mehr machen können. Ne? Obwohl, ich schätze mal, da wird schon noch in der Welt was vorhanden sein, aber da werde ich auf jeden Fall nichts machen können. So. Mal kurz gucken, weil die neue Season hat gestartet. Oder ist gestartet. So, die neueste Waffe. Sie nennt sich Drachenatem. Oder wie gesagt, Drachenatem ist ja eigentlich nicht alt. Es ist eine alte Waffe. Aber sie ist neu konfiguriert worden, neu gebaut worden. Das Banner finde ich ganz schön, ne? Sieht ganz hübsch aus. Gucken wir uns an, was Drachenatem zu bieten hat. Also, das heißt, ich muss meinen Solarboot mal auspacken. Ne? Mein Solarboot. Dementsprechend, ach so. Da muss ich jetzt überlegen. Das ist ein bisschen doof. Ah, ne, warte mal, ich kann hier noch auf dem. Ne, darauf wechseln. So, dann wollen wir mal schauen, was Drachenatem mit sich bringt. Richtig schönes Teil ist ja noch nie gewesen. Sieht ja noch nie so richtig toll aus, ne? Sieht eher aus wie ein Triebwerk, aber gut. Also, Treibsatz. Rakete bleibt am betroffenen Ziel haften und, und stoßen regelmäßig brennende Treibstoffe aus, der Versenken verursacht. Je länger diese Waffe nicht abgefeuert wird, desto mehr Treibstoff enthält die nächste Rakete. Oh, das klingt ziemlich hart. Können wir mal ausprobieren? Ja gut, Katalysator, das werden wir dann rausfinden. Was haben wir noch drauf? Flüchtige Abschuss.
Okay, da gibt es verschiedene, ne? Vergrößerte Explosionsradius deutlich, verringert Handhabungstempo leicht, verringert Geschossgeschwindigkeiten, lässt sich ja alles nichts ändern. Ne? Schwarzpulver. Die Explosivgeschosse dieser Waffe sind effektiver, erhöhte Explosionsradius leicht, verringerte Stabilität. Also unsere Handhabung liegt auf 92, heiliger. Stabi ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne? 27. Oktan stark. Ziele in der Nähe zu entzünden und füllt den Brennstoff teilweise wieder auf. Diese Waffe füllt sich selbst aus der Reserve auf, wenn sie den maximalen Brennstoff erreicht hat. Also, ja, klingt interessant, das werden wir mal ausprobieren. Und ja, Halbschaft, ne, das hat mit der Handhabung zu tun. Gut. Sind wir mal gespannt, was die so mit sich bringt, ne? Sind wir mal gespannt. Also hässlich sieht sie immer noch aus, ne? Aber egal. Das kommt ja nicht immer auf die Schönheit an, sondern ne, auf andere Dinge. So, trotzdem, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir, ja. Jetzt hier runter? Ah, wunderbar, hier ist was. Ah, es gibt ja nicht viel Auswahl immer. Oh, es geht tiefer sogar. Eieiei. Okay, gucken wir uns das hier erstmal an. Sieht ganz nice aus. Besser als beim letzten Mal. Da war es ja hier mit diesem Wal gewesen. Und das sah dann so richtig ekelhaft aus. Jo. Ich wusste, dass der Handel mit Riven seinen Preis haben würde. Ich wollte nicht, dass wir ihn noch Jahre später zahlen würden. Doch die Schriftrollen der Hexenkönigin bestätigten meine größte Angst. Der Fluch der träumenden Stadt ist unumkehrbar. Ich habe tausende Optionen erwogen, doch die Seelen der Korsarinnen bleiben dort gefangen. Ich werde sie nicht aufgeben. Selbst mit dem Fluch muss es einen Weg geben, mein Volk heimzubringen. Vielleicht eines Tages. Trotz des Schmerzes, den Riven verursacht hat, sind wir ihr verpflichtet. Es muss eine Alternative zur Rettung ihres Geleges geben. Es könnte verheerend sein, wenn die Ahamkara wieder auferstehen. Besessen oder nicht. Wir kämpften schon einmal, um sie aufzuhalten. Jetzt ist es das Wichtigste, den Zeugen zu verfolgen. Ich brauche jemanden, um den Pakt mit Riven abzuschließen. Sie muss den letzten Wunsch erfüllen. Ich werde Gegenmaßnahmen erarbeiten. Tu, was du am besten kannst. Finde einen Weg. Tja. Okay, wow. Neue Waffe? Okay. Damit startet die neue Season. Okay, wir sollen mit Rücken quatschen. Finde ich nicht so lustig. Das ist nämlich so gesprächsfreudig, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder auch nicht. Ich mag andere nicht so. Hallo, mein hässliches Totes-Sie. Seid gegrüßt, oh mein Hüter. Ich wusste immer, wir könnten zusammenarbeiten. Ich spreche jetzt mit meiner echten Stimme. Sieh es als Zeichen des Vertrauens. Täuschung ist nicht mehr vonnöten. Mein leiblicher Tod befreite mich vom besessenen Fluch. Mein Pakt mit ihrem König ist gebrochen. Es belastet die Tekjens, meinen Geist zu beschwören. Das halten sie nicht ewig durch. Savatuns Wunsch ist der letzte, den ich erfülle. Mara hat die Bedingungen unseres Paktes klar ausgedrückt. Bring das letzte Gelege meiner nicht korrumpierten Eier zurück und ich erfülle meinen Teil. Wie du siehst, kann ich die Eier nicht selbst holen. Stattdessen leite ich dich durch die Hallen meines alten Verstecks. Und Vorsicht, Hüter! Dieser Ort könnte dir feindlich gesinnt sein. Ist nichts Neues, ne?
So, damit wir die anderen auch aufnehmen können, Leute, geben wir jetzt erstmal die hier ab. So, machen wir erstmal hier alles frei, ne? Ja, extra vorbereitet, allerdings nur mit dem Jäger. Zeitpunkt hat nicht mehr zeitlich geklappt, bin ich zu spät dran gewesen. Soll ich sagen. Ne? Da war ich leider zu spät dran. So. Zack und abgeschlossen. Mein lieber Scholli, wir gucken uns gleich alles an, was wir da noch rausgeholt haben. Na? So. Okay. So, was gibt's hier? Oh, schöne Waffen. Was haben wir denn da einmal? Super Cluster, also ja, finde ich nice, sieht interessant schon aus. Streusignal. Fusogewehr, Schrotflinte, Schwurgewehr, ein Arco, nicht Arcus, ein interessant, haben wir schon so, haben wir schon ein starkes Schwurgewehr? Stimmt, wir haben eins, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Oh, ein Kampfbogen, das ist schon wieder etwas für mich, ne, ich liebe ja Bögen, ohne über alles, also echt über alles. Letophobie, schöner Name, auf, ja, okay. Interessant. Finde ich nice. Was haben wir hier? Skalarpotenzial. Und das nächste ist ein, ist das Impuls? Und das ist ein lineales Fusionsgewehr. Verurteilter Bestbittsteller. Hm. Okay, also Leere, Arcus, Leere, Stasis, Strang. Dran. Naja, fast perfekt aufgeteilt, ne? Und darunter unvergängliche, warte mal, sind das? Nein! Leute, das sind die alten Wächswaffen von früher. Und sie haben Tiefenblick, das heißt, wir können sie, ach du Scheiße. Wer erinnert, oh Gott, was waren das in der Season damals? Boah, das weiß ich nicht, mit die Season der Wächs. Boah! War das die 16, 17? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Es tut mir leid. Aber das war ja, Mann. Oh, okay, Imperativ. Da haben wir Konjunktiv. Wir haben Adhorativ. Man lernt bei den Namen. Optativ. Ja, fragt bloß nicht, was das mit dem ganzen. Ja. Oh, die neue Rüstung. Die können wir uns mal kurz angucken. Ne? So, einmal Kopf. Sieht auch ganz nice aus für den Jäger, ne? Sieht ganz eigentlich nice aus. Ja, jetzt den Rest jetzt mal sich wegdenken, ne? Ist ja wohl klar. Sieht aber wirklich nice aus. Oh. Ja, es schaltet immer hin und her. Finde ich ein bisschen doof, dass das so ist. Arme? Ja, das hat was. So ein bisschen, ne? Das hat was. Okay. Dann Brust-Drachenwächter-Tunika. Sogar hier so ein Kettenhemdformat hinten dran. Ne? Also sieht richtig nice aus. Da freue ich mich schon drauf, das mal in die Finger zu kriegen. Die Beine. Da, ne, die Hose halt. Also sehr edel. Richtig edel. Muss man doch schon mal sagen. Vielleicht mit einer anderen Farbgebung, aber richtig edel. Und jetzt noch der Umhang. Oh. Okay, naja, das ist nicht so, ja, ich weiß nicht, das erinnert mich schon wieder an so ein, ja, das ist nicht so toll. Gut, dann muss man halt ein bisschen improvisieren. So, gucken wir uns trotzdem mal die ganzen Waffen hier genauer an, ne? Supercluster gucken wir uns mal kurz an. Schön, schönes Design, Leute, ne? Das ist wirklich ein schönes Design. Die anderen Perks sind natürlich zufällig, ne? Was haben wir hier für einen besonderen? Rache des Drachens. Wenn ein Verbündeter stirbt oder deine Gesundheit kritisch wird, wird das Magazin dieser Waffe wieder aufgefüllt und sie enthält einen Bonus auf Reichweite, Laderate und Handhabung. Klingt interessanter Perk, ne? Wir müssen halt sehr kritisch angeschlagen sein und dann kommen wir richtig in Fahrt. Okay, das, ja. Ne? Ist schon. Aber. Die Waffe sieht schon richtig geil aus, Leute, ne? Sieht richtig schon nice aus. Das hat was. Also, das sieht ja mal richtig geil aus. So, der nächste.
Das Streusignal. Okay, vom Design her würde ich sagen, jo, nice. Ja, richtig nice. Geiles, echt geil. Das an die Stimme am anderen Ende der Leitung. Noch schöner Text dazu. Ja, und es hat ein Schnellfeuergehäuse. Für ein Fusogewehr. Absolut geil, ne? Also, ja, für ein Fusogewehr. Ja. Ich bin kein großer Fan von Fusogewehren, muss man dazu sagen, ne? So, gucken wir uns mal Verlangen an. Okay, Verlangen sieht richtig interessant aus. Also für ein Spurgewehr, ne? Ja. Hat so ein ganz geiles Design mit sich. Das sieht schon richtig edel aus. Richtig, ne? Da freue ich mich schon drauf, so einen Teil in die Finger zu kriegen. So, mein Bogen. Wollen wir mal gucken, wie der Bogen aussieht. Der erinnert mich an Arsenbiss. Klein bisschen. Aber nein, guck mal hier, dieses, nee, das erinnert mich an einen Wunschender. Stimmt, der sieht fast, also ja gut, fast. Wunschender sieht deutlich anders aus. Ja, geil aus, ja, hat was. Leichtes Gehäuse, wie Kufko. Okay. Naja. Dann Skala Potenzial. Oh Gott, diesen Namen, ey. Oh. Erinnert mich echt stark an das Design mit dem Vex damals, ne? Richtig krass aus. Also für ein Impulsgewehr sieht's nice aus. Wow. Geiles Impulsgewehr. Ja, freuen wir uns, ne? Und jetzt natürlich das lineale Fusionsgewehr, verurteilter Bittsteller. Und ja. Aber das Design erinnert mich an die Nadelöhr. Ein klein bisschen, ne? Vom Design hier so ein klein bisschen an die Nadelöhr, nur dass die Nadelöhr halt noch ein bisschen anders aussieht. Ein bisschen, ja, da bin ich mal gespannt, was das Ding drauf hat. Aggressives Gehäuse. 3 Schuss Feuerstoß. Oh, das ist krass. Das ist natürlich besser als die Nadelöhr, würde ich vielleicht sogar sagen. Ja, könnte sogar die Nadelöhr echt überholen, ne? So, wollen wir uns kurz mal wegen dem Wächs hier das hier angucken, aber jo, das sind sie. Das sind sie. Geil! Mann, da kann ich ja die alten Wächsgewehre endlich kaputt machen. Ne? Die ganz alten Teile. Jo. Oh, das Design haben sie sogar ein bisschen verbessert, würde ich glatt sagen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, das sieht so ein bisschen ekelhaft altbacken aus. Aber sieht nice aus. Ist nice. Ist einfach nice. Entschuldigung, wenn ich öfters mal müde bin, Leute. Adorativ. Hat jetzt wirklich mal eine Solar? Weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Solar war. Nee, die war nicht auf Solar, die Adorativ. Ich glaube, die war ganz normal auf Kinetik damals. Müssen wir mal im Inventar bei mir gucken, ne? Und Optativ. Oh Gott, der Name ist so kompliziert. Eigentlich im Prinzip dieselbe Waffe. Ja, ihr seht es. Ein ganz geil aussehender Revolver. Ne? Richtig nices Teil. 12 Schuss Magazin, ne? Insgesamt 12 Schuss. In der Vergangenheit, damals, war das Ding richtig krank. Richtig krank. Und ja, wir gucken uns mal diesen Vex-Perk an. Nanomunition. Wenn du dich in der Nähe von Verbündeten befindest, wird langsam eine kleine Notfallmunitionsladung vorbereitet, bis der Waffe das nächste Mal die Munition ausgeht. Die Menge der Notfallmunition erhöht sich anhand der Zeit, die du in der Nähe von Verbündeten verbringst. Oh, das klingt interessant. Das fördert ja deutlich mehr die Zusammenarbeit, ne? Ja. Aber das Design ist halt immer noch geil hier mit den Blättern und alles. Das hat es echt immer noch in sich. Ja, Leute, da sind wir nochmal gespannt, was uns noch so alles erwartet mit der neuen Season. Ne? Ja. Dieses Fieder, echt unheimlich. Gut, wo war nochmal der Ausgang da? Obwohl, ich will schon mal wissen, können wir hier oben mal frei rumlaufen? Bestimmt, ne? Was ist los? Hier ist allerdings nichts. Vielleicht wird später hier irgendwas sein. Da, wo sie ihre Griffel hat. Oh, ich kann durchlaufen. Stimmt, das ist ja auch ein Geist. Ja, hier ist auch nichts. Nichts, was wir machen können. Schade. Schade. Na gut, dann gehen wir zurück zur Königin.
Hallo, Eure Majestät. Übrigens, ihr seid immer noch sexy, ne? Ich verstehe diesen Körper an, Leute. Ja, jetzt mal ehrlich, die ist doch sexy irgendwie. Jo. Ja. Jo, wir haben schon die eine neue Waffe bekommen. Dann tun wir da schon mal tiefblickmäßig freischalten. Ne? Da ist die Impulsgewehr. Was haben wir mit drauf? Derzeit gekammerte Kompensator. Klingt interessant. Also, ne, kommt eigentlich ganz gut hin. Weitmündiger Magazinschacht kann man gebrauchen. Der Aufstand, ja, ne, erhöhte Nachladerate, Reichweite und Präzision, wenn keine Ziele in Nähe sind. Ja, irgendwie ist das ein dummer Perk, muss ich sagen. Reibungssphäre, das ist ein neuer Perk. Das Verursachen von kontinuierlichen Schaden verschafft eine, erschafft eine Sphäre der Macht. Ja, wenn ich das so eingestellt habe, dass ich auch nochmal wegen was anderem Sphäre der Macht erzeuge, dann sind jetzt, ja, müssten eigentlich zwei Sphären der Macht aktiv geworden sein. Das Ding nehme ich eventuell mit, um nur es auszuprobieren. Ich muss nur mal hier, achso, ich habe schon einen. Erleuchtete Handhabung habe ich da drauf. Wer diesen Perk noch nicht so richtig kennt, ne, gebe ich mal kurz hier. Schadensverursachung verbessert das Nachladen und die Handhabung. Das ist natürlich ein deutlich besserer Perk. Ne? Ich glaube, wir bleiben lieber da bei dem hier. Der ist mir sogar lieber, weil beim anderen hier... Ja gut, Reibungssphäre ist aber auch gut. Ja, wie du drehst und wendest. Ne, ich pack das Ding erstmal, weil ich jetzt mal, wir bekommen wieder so ein... Das erstmal hier rein. Ich habe wieder ein bisschen Platz gemacht, aber nur ein klein bisschen. Ne? Man sieht das ja nur ein klein bisschen. Aber jetzt kann ich die ganzen alten Wächsdinger halt zerstören, wo auch immer sie sind. Das muss ich mal in einer ruhigen Minute machen, Leute, weil die siehst du jetzt, ne? Die sehe ich jetzt nicht gleich auf Anhieb. Irgendwo sind sie. Da sind sie. Hallo. Ah, okay, das war schon immer so da. Die kann ich jetzt nicht mehr verwenden, richtig. Ne? Die hat jetzt nicht die neue Perk-Variation mit sich. Also zerlegen. Genauso wie konjunktativ. Oh, mein Gott. Da sind noch ganz alte Perks drauf. Ganz alte Perks. Ja, das war's. Mehr ist davon auch nicht vorhanden. Ja, davon habe ich wirklich nicht viele behalten. Obwohl ich sagen muss, es waren halt wirklich geile Zeiten. Was ich schön finden würde, wäre, wenn jetzt hier von so etwas nochmal kommen würde, ne? Aus einer Zeit, ich schätze mal, das wird in der nächsten Season, oder sagt im nächsten DLC sein, weil das hier kann ich leider Power Limit nicht hochstecken, ne? Wie man sieht. Die Waffe war nämlich, das ist eine Bestie gewesen. Zur damaligen Zeit war es eine Bestie, ne? So. Dann nehmen wir mal das Baby auf. Auch wenn da auf Abstand drauf ist, die ich nicht so befürworte. Ne? Und ja, dann gucken wir noch in den Season Pass rein. So. So, ja, viel freigeschaltet. Ne? So das übliche verdächtige Klimmer. Oh, sehr schön. Können wir gleich mal aufmachen gehen. Das hier und ein neuer Shader. Okay. Also mit meiner Rüstung ist das jetzt gerade nicht machbar. Na, meine Rüstung, da geht das gar nicht. So, gucken wir trotzdem mal hier in den Season Pass rein, was uns noch so alles erwartet. Was ist? Irgendwas blinkt. Okay. Achso, die Dinger hier. Ja. Was noch? Sonst war nichts. Okay, sehr schön. Gucken wir mal hier rein, was wir so kriegen. Okay, den üblichen verdächtigen Kram, Klimmerko, den ganzen Kram hier. Gut, das hier ist was Neues, ne? Ein neuer Finisher. Lass mal sehen. Okay, den lassen wir nochmal ablaufen. Ach, guck mal, in verschiedenen Farbgebungen auch noch. Für die ganzen... Okay, jetzt fehlt eigentlich nur Stasis, ne? Jupp. Ist auch drin. Cool. Finde ich mal fett. Finde ich mal geil. So, genug davon. Sieht natürlich nice aus. Was haben wir hier noch? Okay, die üblichen Sachen. Hier kommen eventuell Rüstung und Co. raus. Sehr viele Verbesserungskerne. Da wollten die doch auch irgendwas machen, hatte ich was gelesen. Aber gut.
Ein Teleportationsding. Naja, machen wir nochmal. Naja. Nix, was mich jetzt komplett vom Hocker reißt, ne? Nix. Ja, es gibt ein paar neue, es gibt eine neue Exotik. Achso, ja, das habt ihr ja schon vorhin gesehen, die Drachenarten, ne? Was haben wir hier? Achso, Verlangen. Mit Demolierer und einer für alle drauf. Spurgewehr mit, das ist eigentlich der perfekte Perk ever, ne? Eigentlich eine gute Kombi. So, Nostod, oh, das sieht geil aus. Das ist geil. Vielleicht nicht in der Farbgebung, ne? Vielleicht nicht in der Farbgebung. Okay, das sieht schrecklich aus. Nee. Nee. Ja. Das ist doch edler. Ah, das ist schon wieder schlecht. Ja. So finde ich das geiler. Ne? Ja. Gut, was haben wir hier noch? Okay, wir kriegen den Hitzkopf nochmal. Bei Stufe 35 nochmal nachgeschmissen. Ne? Ja, neuer Shader, Traumweber. Ja, das ist gewöhnungsbedürftig. Für mich ist es gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, manche andere finden das geil, ich nicht so. Ah, da geht's los. Wir kriegen wieder den tiefen Blick. Harmonisierer finde ich ja absolut top, dass die Dinger immer noch dabei sind. Da habe ich die Befürchtung gehabt, dass sie die... Ja gut, warum sollten sie die raustun? Aber es gibt ja, ne, es gab so viele Veränderungen bei Bungie. Okay, das sieht auch ganz geil aus. Ja, irgendwie sieht es nice aus. Als fliegt mit dir eine sehr hässliche Kreatur. Da haben wir nochmal die Arme. Ja, ob die richtig in Effektivität hoch 3 gedroppt werden, steht so in den Sternen. Ja, das steht in den Sternen. Ob die richtig gut gedroppt wird, da wollen wir mal sehen. Ja, ansonsten ist hier nichts Besonderes dabei. Die Rüstung haben wir schon gesehen. Nee. Hier was Neues. Leuchtende Andacht. Oh, das sieht wirklich nice aus. Ja. Ja, das kann man wirklich. Ja. Das ist natürlich echt nice. Also der Umhang ist jetzt. Ach so, das ist ein neuer Ornament für den Umhang. Oh, der sieht nice aus. Ja gut, den kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, den kann ich mir deutlich mehr vorstellen als den anderen. Okay, ja. Den kann ich mir deutlich mehr vorstellen. Ja, ich dachte jetzt gerade, ne? Okay, das ist ganz normal der Helm. Jetzt kommen ein paar Ornamente. Hymnische Beschwörung, okay, das ist wohl die Riven-Rüstung. Richtig nice. Na, mit Riven vorne schön drauf. Okay, neuer Helm. Ja, da muss jetzt die Kapuze weg, aber im Prinzip, ne? Ja, sieht schon nice aus. Hat schon irgendwas. Und, aha, für Drachenarten, hier Stufe 100, natürlich neuer Waffen. Skin und ja gut, der sieht top aus. Der sieht irgendwie top aus. Woran erinnert er mich? Das kann nicht Riven sein, oder? Doch, das ist Riven. Habe ich jetzt gleich nicht so erkannt. Ja, ich bin bei der Waffe mal gespannt. Momentan ist ja sowieso Solar jetzt begünstigt worden, soweit ich das mitgekriegt habe. Na? Dementsprechend, ja. Okay, wir haben hier neue Aufgaben. Verdiene in der ETZ Fortschritte, okay, das ist kein großer Akt, ne, ETZ ist kein Problem. Besiege Kämpfer mit Solarwaffen, auch kein großer Akt. Erhalte Bonus für die, durch Raketenwerfer-Todesstöße, ja. Da gibt es natürlich jetzt Drachenatem, oder ihr könnt auch Gjallarhorn nehmen, Gjallarhorn ist auch gut. Und, ja gut, ne, schließe Woche 1 von alle besten Wünsche ab, okay. Schließe öffentliche Events für verlorene Sektoren Patrouillen in der träumenden Stadt ab. Super. Abschüsse Blinder Quell. Ah, jetzt kommt Blinder Quell wieder zum Einsatz. Ne? Ja, eigentlich ist Blinder Quell gar nicht mal so schlecht, aber ja, auf die Dauer macht mir keinen Bock. Okay, oh cool, mit Schwert und Solarnahkampf. Oh, Schwert, Solar. Also ein Solarschwert. Fällt mir gerade keins ein.
Doch, da fällt mir eins ein. Da fällt mir ein... Ach, wie hieß es noch? Ich habe den Namen vergessen. Und erziele in Ritualaktivitäten Todesstößen mit Waffen, die mit Primärmunition ausgerüstet sind. Verdiene Bonusfortschritte für Todesstößen mit Bogen, Handfeuer, Impuls oder Automatikgewehren oder durch das Besiegen von Hütern. Ist klar. Okay, das ist ganz nice. Da gibt es ein paar ganz nette. Ich habe aber auch das hier, Monte Carlo im Blick. Ne? Monte Carlo im Blickfeld. Ich würde sagen, das würde mit der richtig geil werden. So, dann gucken wir mal kurz hier rein. Wir haben so ein bisschen was freigeschaltet. Ne? Okay, also, so wie es aussieht, unaufhaltsam, ne? Hier gegen die ganzen Champions vorzugehen, haben wir jetzt den Bogen. Finde ich krass. Pistole. Oh, Leute. Pistole. Es gibt nicht so viele tolle Pistolenwaffen, aber ein paar gibt es. Na? Okay, also sie sind jetzt schildbrechend. Betäuben halt. Die Barriere-Champions. Revolver. Da kann ich mir auf jeden Fall was Gutes. Automatikgewehr nehme ich auch. Und ich nehme Impuls. So, dann haben wir noch eins übrig. Was haben wir denn da? Flammen, Fasern und Frost. Kombiniere die Solarstrang und Solar Stasis Siphon Mods zu einem. Oh, das ist ja mal krass. Das ist krass. Das ist eine interessante Kombi, Leute. So, mit strahlend versenkte, also brennende Materialtrigger. Mit strahlend versengen Solarwaffen nicht versenkte Kämpfer. Aha. Dann haben wir hier schnelle Todesstöße mit Raketenwerfern, Granatwerfern, Gewehren, Rüstungsladung. Das ist effektiv. Verbessert die Ursprungsperk hier. Verbessert die Vorteile der Ursprungsattribute trennend. Ich wollte brennend sagen, ne? Trennend, Nanomunition und Nanotechnik, Leuchtspurrakete. Außerdem sind Waffen mit Attributen immer überladen. Klingt krass. Zurückgetrieben, fügt Besessenen und Hohenkämpfern erhöhten Fertigkeitsschaden zu. Oh, da ist jetzt die Qual der Wahl. Was nimmst du, ne? Das Ding ist natürlich absolut geil. Da könnte man natürlich einen ganz interessanten Build zusammenschrauben. Das ist auch nicht schlecht. Das wäre auch noch sehr effektiv. Von daher, dass wir momentan mit dem Raketenwerfer unterwegs sind, machen wir erstmal das, ne? Was haben wir denn hier noch alles für Perks? Feuersteinstürmer, schnelle Solarwaffen, Präzisionstreffer sowie schnelle Solar-Todesstöße, Gewehren strahlend, ja. Fackel, füge Kämpfern, die von Strang und Stasis-Debuff betroffen sind, erhöhten Waffenschaden zu, wenn der Effekt strahlend aktiv ist, auch interessant. Herz der Flamme, das Verwenden deiner Solar-Super gewähren Verbündeten in der Nähe einen strahlenden Effekt, dadurch wird der Schaden deiner Super für jeden Verbündeten in der Nähe erhöht. Oh, das ist auch nett. Ursprungsperk, Spezialisierung, verbessere die Vorteile der Ursprungsattribute, edle Taten, ungestillter Hunger, Schwindel und Rache des Drachen. Außerdem sind Waffen mit diesen Attributen immer überladen. Ja. So, ins Dasein herbeigesehnt. Ne? Wenn deine Super fast vollständig geladen ist, erzeugen Fähigkeitstodesstöße Sperren der Macht. Wenn du die Season des Wunsches Rüstung trägst, verringert sich der Grenzwert der Supermenge. Oh, das klingt gut. So, zersetzende Sperre. Eine Sperre der Macht aufzunehmen, gewährt Strangwaffen zersetzende Geschosse. Oh, krasse Leute. Das ist krass. Eissäule. Das Töten von eingeschlossenen Kämpfern erzeugt Stasis-Kristalle. Okay, das ist eine interessante Perk-Möglichkeit, die wir jetzt hier alle... wir können hier krasse Builds bauen, Leute. Richtig krasse Builds können wir hier bauen, ne? So, revitalisierende Explosion. Wenn du Schaden mit einer Solarfähigkeit verursachst, schwächst du Champions und Bosse für kurze Zeit. Überladungsraketenwerfer. Raketenwerfer sind besonders effektiv gegen Überladungs-Champions. Langsam wird es hier richtig krank. Dann haben wir Biss des Drachens.
Wenn du den Schild eines Kämpfers mit einer Strang- oder Seisenswaffe durchbrichst, besteht die Chance, diesen Kämpfer zu binden und einzufrieren. Das Tragen von, ja gut, erhöht die, ne? Das Tragen der Rüstung halt erhöht diese Chance. Naja. Horden-Shuttle. Wenn du zersetzen Zielen mit einer Waffe Schaden zufügst, wird gelegentlich ein Fädling erzeugt. Entschuldigung, dass das jetzt so ein bisschen, ich lese zu schnell und sprich das dann so langsam aus, ja. Hagelnder Sturm. Das Zersplittern von eingeschlossenen Zielen von Stasis-Kristallen verursacht erhöhten Schaden. Das Zersplittern von Stasis-Kristallen setzt Eisbruchstücke frei, die Ziele Schaden zufügen und sie verlangsamen. Klingt auch ganz nice. Präzisionsstrahlen. Bei aktiven Strahlendeffekten entzünden sich Kämpfer durch Solarpräzisionstodesstöße. Oh mein Gott, Leute. Da ist so viel dabei, das so geil ist. Solo-Agent. Wenn du das einzige Mitglied deines Einsatztrupps bist, fügst du allen Kämpfern erhöhten Schaden zu. Auch ganz nice, ne? Gerade so Instanzen oder sowas, in Dungeons. Du bist der letzte Überlebende, machst ordentlich Damage, machst richtig Terror. Und silbernes Geschoss. Oh, das kenne ich noch von früher. Das Abfeuern eines Raketenwerfers verbraucht einen Stapel Rüstungsladung. Ja, jetzt ist es aber anders da. Und gewährt erhöhten Schaden sowie ein erhöhtes Nachladetempo, bis du deinen Raketenwerfer nachlädst oder verstaust. Okay. Also silbernes Geschoss war früher, soweit ich das noch weiß, war das ein bisschen anders da. Glaube ich, da hat man mehr Schaden hinzugefügt, glaube ich, war das. Okay, das heißt jetzt, wir müssen, ja, um ein neues Bild zu erstellen, das ist natürlich, nee, das ist nicht gesperrt, okay. Ich muss nur die letzten hier freischalten. Ne? Und ich bin wieder zurückgesetzt auf Stufe 6. Nur mal leider, wir kennen das alle schon. So, so, so. Abgeschlossen. So, und. Oh, da fehlt was. Achso, mein Season-Rang erhöhen. Okay, da fehlt was. Und 4 Herausforderungen abschließen, ne? Ja, und dann bin ich wieder auf der 7 und dann irgendwann auf der 8 und so weiter und so weiter. Was will er noch von mir? Das hier. Okay. Was haben wir noch? So. Eins schon mal gemacht. Und hier müssen wir nochmal ran. Ja, aber mega nice. Schöne neue Season. Hat mega tolle Sachen dabei. Ne? Muss man echt sagen. Langsam haben wir aber auch wirklich verdammt viele Shader hier im Game. Muss ich echt sagen. Langsam sind es ganz schön viele Shader. Einige habe ich noch nicht entdeckt, muss ich dazu sagen. Das hat mir in verschiedenen, ja gut, das sieht auch wirklich, der Shader sieht wirklich nicht schön aus, ne? Ich bin eher so für etwas halbwegs kräftige Farben. Ne? So, es gibt viele neue Waffen, die gucken wir uns auch nochmal schnell an. Ja, das mit dem Spurgewehr, das machen wir jetzt gleich, ne? Gucken wir erstmal hier rein. So, das neue Symbol, wir wissen jetzt grob, wie es aussieht. Dann gucken wir mal da, ne? Das ist vom letzten Mal, das ist hier. Oh, die Halsbruch. Die Halsbruch war eine alte Gambit-Waffe von früher. Dass sie jetzt wieder mit dabei ist, ist ja mal höchst interessant, Leute, ne? Halsbruch. Ja, finde ich nice. Ja, okay. Obwohl, hier sind ein paar Waffen, die kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, die sind auch neu hinzu. Hä? Oh, für die Anfänger ist was Neues reingekommen. Ja, hässlich. Hässlich. Aber ich... Ach, das... Verfluchter Leibeigner? Okay. Nee. Hier sind noch ein paar mehr Sachen, glaube ich, hinzugekommen. Weil ich erinnere mich nicht von der letzten Season dran, dass da... Ne? Okay, hier sind so einiges. Abgrundtief, trotzender Meister. Ich glaube, dazu machen wir ein zusätzliches Video, Leute, weil das geht jetzt schon hier ziemlich lang. Ne? Dazu mache ich ein zusätzliches Video. Na gut, dann, ich hoffe mal, trotzdem ein bisschen hat Spaß gemacht. Das Ding hier werden wir dann auf jeden Fall bei Gelegenheit, ne, ausprobieren. Bin ich mal gespannt, was das Teil drauf hat. Drachenatem, bin ich mal echt gespannt.
Und ansonsten lasst mir nochmal ein Like da oder ein Abo, ne? Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Viel Spaß noch beim Zocken hier in Destiny 2, ne? Mit dem, ich werde jetzt schon wieder den süßen Namen vergessen. Irgendwas mit Hexen, ne? Irgendwas. Der letzte Wunsch, ne? Oder Season des Wunsches, ne? Wir haben ja den letzten Wunsch. Entschuldigung. Oh, wieso vergesse ich immer den Namen? Ich weiß es nicht. Ja, Season 23. Ne? Das wird jetzt aber lang gehen. 187 Tage sind schon ein ordentlicher Zeitraum. 187 Tage und danach gucken wir weiter, ne? Weil bis zum nächsten Ding, ne? Wie gesagt, wir müssen jetzt bis nächstes Jahr im Juli aushalten. Wer weiß, was die Typen sich hier von Bungie so alles einfallen lassen haben. Bis dahin, ne? Wer weiß, was da alles so kommt. Na gut, dann, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.